wieder mal ein neues Laufvideo von mir. Und zwar will ich heute mal vom Scheibenberg aus, Ortseingang, Parkplatz, Richtung Schlettau, den Radweg, laufen. Von dort aus geht es dann nach Waltersdorf. Und dort gibt es auch einen schönen Radweg nach Grottendorf. Grottendorf durch und Ortsausgang Grottendorf dann hoch zum Scheibenberg über den Ottomarzwerbsteig. Das ist eine ganz gemütliche Tour, nicht weit, aber landschaftlich übelst genial. Mir gefällt es dort und ja, ich denke, das Wetter passt. Es wird eine schöne Tour. Also bis gleich, es geht los. So, ich denke, bevor es losgeht, noch mal kurz zu den Sachen, die ich immer mitnehme. Also das normal, was man so trägt. Schweißabweisende Gore-Sachen, die den Schweiß quasi von der Haut wegtransportieren. Dann gibt es die gute alte Trinkflasche mit isotonischem Getränkepulver, ist mit Leitungswasser angemixt. Es sind auch jede Menge Kalorien drin. Also wichtig, wenn man langanhaltende Ausdauertrainings macht. So, mein Trinkkoffer, Quatschkoffer, Trinkrucksack, Taschentücher, immer gut, wenn es unterwegs mal schnieft. Dann, wenn ich wieder da bin, ziehe ich mir dann neue Sachen an, trockene Sachen vor allen Dingen. Denn durch das Schwitzen kann man ganz schnell auskühlen, vor allen Dingen beim kühlen Wind. Im Winter ist das ganz wichtig. Kaugummi, ich gehe niemals ohne Kaugummi außer Haus. Weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, das Handy für den Notfall und dann zum Musik hören, die höre ich dann über meine Bose Kopfhörer, über Bluetooth, zwei solche kleinen Sticker kommen ins Ohr, wunderbarer Sound. So. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Dann würde ich mal sagen, jetzt geht's los und vielleicht noch was zu dem Scheibenberg. Da haben wir hier die Orgelpfeifen. Dort werden wir oben lang rennen und auch unten lang. Aussichtsturm mit Gasthof, nur eine kleine Koppe. Hier ist quasi der Zammsteig. Der ist fast schon alpin, wo es dann hochgeht zum Scheibenberg. Und das sind die Kameraden, die wir wahrscheinlich nicht sehen werden. Ja, aber jetzt geht's los. Genug gelabert. Ja, schon im Wald angekommen. Von Parkplatz Scheibenberg Richtung Schlettau bin ich jetzt unterwegs. Gibt es so einen schönen Rad- oder Feldweg. Fahren wir die 101 nicht lang. Da ist unter der Woche immer so viel Verkehr, dass man da als Spaziergänger völlig überflüssig ist. Jetzt bin ich unterwegs von Schlettau nach Grottendorf. Da ist der Scheibenberg. Da kommen wir dann hinten wieder hoch. Ist wirklich eine kurze Tour, aber hat eben viele Höhenmeter. Da ist der Pöhlberg, wenn man ihn sehen kann. Wasserwerk wahrscheinlich und eine Schatzhütte. Und dort ist der Bärenstein. Jetzt fängt der Radweg an in Waltersdorf. Wunderschön gemacht, ja. Schön asphaltiert. Geht bis Ende Grottendorf. Und das hier ist die Zubau. Die kommt vom Fichtelberg um, oder? Wo sie auch entspringen. Ist noch ein kleines Flüsschen. Jetzt geht's hoch. So, die letzten paar Höhenmeter stehen an. Vom Grottendorf hier hoch zu war schon ganz schön, aber jetzt geht es noch richtig in die Waden. Schön gemacht, ja.
auf wie. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Für so eine schöne Aussicht. Dort ist der Fichtelberg, dort wo die zwei Türmchen drauf sind. Das ist das Pumpspeicherwerk in Markusbach. Ja. Wir haben so ein paar Bänke hingestellt. Hier kann man auf jeden Fall seine Ruhe finden. Ich finde es klasse hier. So, jetzt geht's aber weiter. Und hier steht es auch ausgeschildert. Zahnsteig, das, was ich gesagt habe, da ein bisschen Klettersteig ist. Und dann sind wir schon beim Aussichtsturm. Und über der Orgelpfeifen geht es dann wieder zurück. So, das ist der Zahnsteig. Schön aufpassen, wohin getreten wird. Aber schön gemacht. Es hat ein Mann alleine gebaut. Hier hoch geht es. Schöne Treppe. So, ich habe es fast geschafft. Hier hat der Harvester gewütet. Die haben hier alle Bäume umgemacht. Sieht aus, wie als hätte Jagdgeschwader 7 in Einsatz geflogen. Dort sehen wir auch schon den Turm vom Scheibenberg. Herrliche Aussicht. Oh, Erzgebirge. Ja, die Aussicht ist heute nicht ganz so gut, aber man kann immerhin einige Dutten sehen hier. Hirtstein, Bärenstein, Kalberg, Fichtelberg. Jo, hier ist alles schön beschrieben. Und eigentlich auch, wie das Basalt entstanden ist, kann man hier sehr gut nachlesen. Wer einmal auf den Scheibenberg wandert, sollte hier verweilen. Das ist hochinteressant. Aber ich lese jetzt nicht alles vor. Das wird zu lang. Weiter geht's. So, jetzt geht's wieder abwärts. Es geht am schnellsten. Ist aber nicht unbedingt am schönsten, weil das geht voll in die Knie rein. Sollte man schon vorsichtig machen, gerade wer ein bisschen vorbelastet ist. Also hier zählt nicht, wer am schnellsten ist oder wer die größten Höhenmeter gemacht hat. Ich drück's mal so aus. Juhu. Schönes Sträßchen hier. Juniorenschanze. Am Hintergrund die Schanzanlage. Und die Jugend springt auch gerade, trainieren gerade. So, hier ist der Platz vor den Orgelpfeifen. Und das hier sind die Orgelpfeifen. Basaltgestein. Das ist so eine Art Wahrzeichen von Scheibenberg. Hier haben wir noch das Katzel stehen. Geht auf, ja leid. Das ist das Kerzel von Jürgen Huss aus Seema. Der stellt Räucherkerzen her und das ist so eine Art Maskottchenwerbung. Kollege. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein von der Scheibenbergumrundung. Also ich muss sagen, gestern bin ich 122 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und heute die 10 Kilometer mit dem steilen Anstiegen. Es reicht langsam. Zu Hause lege ich erstmal meine Beine hoch. Und da ist Ruhe angesagt. Aber trotzdem, es war wunderschön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann sage ich mal, gehabt euch wohl.
vielleicht bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und Glück auf!